Hallo und herzlich willkommen zu einem anderen Spiel als LS, nämlich zu Planet Crafter. Das Spiel habe ich auf YouTube gesehen bei jemand anderem, bei einem englischen Streamer und fand das ganz witzig. Es ist so ähnlich wie Subnautica, was wir ja vor drei Jahren ist das schon, ne? Dass wir Subnautica gespielt haben oder ich Subnautica gespielt habe. Und ich fand es ganz cool, ich habe es mir angeschaut und gibt es auf Steam. Und ich denke mir, wir schauen einfach mal rein, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Also Ziel des Spiels ist es, du landest auf einem Planeten, ich denke mal, es soll der Mars sein oder ein Mars-ähnlicher Planet. Und du musst den quasi alleine terraformen, dass die Menschheit dort leben kann. Sprich, du musst die Atmosphäre lebensfreundlich machen. Ne? Ihr seht das jetzt, das hier ist sozusagen der Startplanet und ihr müsst den zu einem blauen Planeten machen, wie die Erde. Und da habt ihr mehrere Möglichkeiten für Technologien entwickeln, upgraden, etc. etc. Man kennt's. Und bin mal gespannt, wie weit wir da kommen. Ne, ich habe noch nicht angefangen. Ich habe es halt, wie gesagt, nur gesehen. Ich habe noch kein neues Spiel gemacht. Ja, lassen wir auf Survival 1. Oder kann ich da was eingeben? Ja, lassen wir 2 oder 1. Spielmodus entspannt. Nein, wir nehmen Standard. Komm, wir bleiben bei Standard. Landeplatz ist auch große Schlucht, Sandfälle. Naja, wir lassen Standard. So. Und gucken wir mal, was passiert. So. Mir fällt gerade auf, wo ist mein Ton? Wieso habe ich keinen Ton in dem Spiel? Drücke F8, um Feedback zu geben. Ich will kein Feedback geben. Erste Schritte. Herstellen. Rucksack. Ausrüstungsrucksack Tier 1. Sauerstofftank Tier 1. Also hier ist uns schon unser Wasser geht weg. Ah, jetzt haben wir Sound. Okay. Das Spiel ist noch im Early Access. Sieht man unten. Version 0400. Also quasi noch weit davor. So, wollen wir mal gucken. Also, wir haben da unser Messgerät. Jetzt wollen wir mal gucken. Herstellen, ne? Ein Taschenlampen-Mikrochip ist erforderlich, okay. Wir haben hier verschiedene Materialien. Ah, okay. Wir haben verschiedene Materialien, die wir abbauen können. Ich liebe Abbauspiele, ne? Zack, guck mal hier. Nehmen wir alles mal mit hier. Eis brauchen wir garantiert für Sauerstoff. Und alles andere. Mein Sauerstoff ist niedrig. Okay. Also, hier drin fülle ich meinen Sauerstoff auf. Ist auch toll, die Tür ist offen und ich habe Sauerstoff. Alles klar. Da kann ich meine Nachrichten lesen. Erreiche zuerst 175.000 TI und erschaffe eine blaue Atmosphäre. O2, also Sauerstoff, Hitze und Luftdruck. Okay. Dann... Guck mal, hier können wir herstellen, siehst du? Hätte ich mal da zuerst hingeguckt. Wir brauchen eine Sauerstoffkapsel, dafür brauchen wir Kobalt. Haben wir nicht. Aber wir können eine Wasserflasche herstellen. Und wo ist die jetzt? In meinem Inventar wahrscheinlich. Mikrochip-Konstruktion, Mikrochip-Dekonstruktion, Taschenlampe. Brauchen wir Magnesium für. Hier ein Rucksack, da brauchen wir nochmal Eisen für. Und das ist der Sauerstofftank, den wir brauchen. Magnesium, Kobalt, Kobalt. Das ist nur eine Flasche. Wir brauchen erstmal den Tank. Also wir brauchen Kobalt und Magnesium. Und vielleicht noch ein bisschen Eisen. Wenn wir schon mal Eis haben, wir nehmen alles mit. Alles, was wir haben, nehmen wir mit. Guck mal, das ist Kobalt. Kobalt ist also das Blaue. Okay. Das ist Silizium. Müssen wir mal gucken. Hier, warte mal, Kobalt. Den brauchen wir den. Jetzt muss ich natürlich nur wissen, was Magnesium ist, weil wir den natürlich auch noch brauchen. Inventar ist voll. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist Magnesium. Da haben wir schon mal einmal Magnesium gefunden. Und Eisen. Alles klar. Und dann habe ich hier wahrscheinlich... Genau, hier kann ich lagern. Ah, deswegen brauche ich den Rucksack. Lärmersam. Weltraumnahrung. Okay, ich brauche auf jeden Fall auch... Ja, sicher hier auch. Klingt nach Wind. So, kann ich mit dem, was ich habe, ich könnte eine Sauerstoffflasche... Da fehlt mir Magnesium und hier fehlt mir einmal Eisen.
Aber ich könnte eine Sauerstoffkapsel herstellen. Die Frage ist, wie komme ich... Alter. Okay. Ja, lass... Ja, wer... Ja. Okay. Titan. Nein, wir brauchen Magnesium. Oder Eisen. Eisen geht auch. Dann können wir nämlich konstruieren. Ach, da kommt doch... Ah, die... Okay, die Meteoriten bringen uns also auch Sachen, die wir brauchen. So, Eisen war für den Rucksack. So, rüstet er den jetzt automatisch aus? Nein, tut er nicht. Das ist ablegen. Okay. Aber wie kriege ich den jetzt? Inventar-Container. Jetzt müsste ich mal kurz die Taste fürs Inventar wissen. B? Nein. Nein? I ist es nicht. Warum Mikrochip erforderlich? Okay. Tab vielleicht. Tab. Okay. Tab ist mein Inventar. Also. Ah. Kann ich den auch ausrüsten? Rechtsklick zum Konsumieren. Ah, den kann ich konsumieren, wenn ich es brauche. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einmal Kobalt, einmal Eisen, einmal Magnesium und insgesamt dreimal Magnesium. Also, dann laufen wir nochmal los. Titan, nein. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch Magnesium. Zweimal Magnesium, dreimal Magnesium war das, ne? Es soll auch wohl, das habe ich im Trailer gesehen auf Steam, abgestürzte Schiffe und sowas geben. Da bin ich auch mal gespannt. Bin auch mal gespannt, wie wir das Ganze erweitern können, dass zum Beispiel... Ja, dass wir noch mehr Sauerstoff und sowas haben, ne? Weil so können wir uns ja nicht weit entfernen. Man hat es gerade gesehen. Mir fehlt nur einmal Kobalt. Aber ich könnte eine Taschenlampe herstellen. Und ich könnte hier eine Mikrochip-Konstruktion machen. Mache ich aber noch nicht. Mir fehlt einmal Kobalt. Das müssen wir noch kurz besorgen. So, dass wir nämlich zumindest mal Aufgabe Nummer 1 erledigen können. So, und dann... Erhöht deine Sauerstoffkapazität auf 145. Guck mal, perfekt. Jetzt haben wir das schon mal. Dann brauchen wir garantiert die Mikrochip-Konstruktion. So. Ah, ich kann immer hier nur bestimmte. Ich kann nur 4 Stück. Sehe ich das gerade richtig? Okay. Wohnabteil, Wohnabteil Tür, Bohrer T1, Windkraftanlage. Okay. Und das kann ich garantiert alles über den Bau, übers Baumenü. Gut, mehr kann ich auch nicht. Ich brauche noch Silizium und zweimal Magnesium für die Taschenlampe. Ich glaube, die ist... Ah, okay. Q ist Baumenü. Wohnabteil Tür. Wohnabteil Eisen, Eisen, Titan. Also ich brauche noch einmal Eisen und einmal Titan. Titan ist der hier. Und Eisen. Noch mehr Eisen? Nee. Okay, dann werden wir erstmal unser Wohnabteil... Doch, da ist Eisen. Dann werden wir erstmal unser Wohnabteil bauen. Als Titan. Egal. Was wir haben, das haben wir. Muss ich, glaube ich, auch gar nicht hin, ne? Kann ich so machen. Oh, cool. Cool, dann können wir nämlich schon mal... Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier... Silizium. Es fehlt einmal Silizium für eine Tür in unser Wohnabteil. Auch nicht schlecht. Ja, ich bin ja schon da, bin ja schon da. Ich will die Flasche noch nicht verbrauchen. Außer vielleicht die Wasserflasche. Muss ich mal kurz gucken.
So, neue Wasserflasche gleich mal herstellen. Silizium. Magnesium, Eisen. Eisen. Okay, Eisen haben wir hinter unserem Haus ganz viel. Oh, wir haben richtig viel Eisen bei uns hier. Das ist perfekt. Da, Silizium. Dann sollen wir nämlich in unser Wohnabteil... Dann machen wir doch am besten von hier direkt eine Tür. Perfekt. Jetzt brauchen wir einen Bohrer, ein Herstellen, Bildschirm, Terraforming. Herstellen, Bildschirm, Baupläne. Terraforming, dafür brauchen wir Eisen, Silizium. Baupläne brauchen wir Eisen, Silizium. Eisen für die Windkraftanlage. Und den Bohrer brauchen wir auch Eisen. Das heißt also, wir müssen Eisen besorgen. Haben wir hinter unserem Haus ganz viel gehabt, habe ich gesagt. Dann holen wir uns auch mal unser Eisen. So. Und dann brauchen wir jetzt eine Windturbine. Für Strom? Kann man die hier neben auf den Felsen? Nein, kann man nicht. Kann man die auf das Ding raufstellen? Zufällig? Nein, kann man auch nicht. Okay. Wir wollen das nicht blockieren, weil wir wollen uns ja ausbauen und dann brauchen wir hier ein bisschen Platz. Strom wiederhergestellt. Perfekt. Dann brauchen wir ein... Sieht übrigens cool aus, die Windturbine. Dann brauchen wir einen Monitor. Mal gucken, können wir schon einen? Ja. Und den, kann ich den nicht an die Wand? Ach, ich dachte, den müsste ich drinnen. Hä, wo muss ich den hinmachen? Okay. Ich hätte jetzt... doch. Guck mal, dann machen wir hier... So, und jetzt sehen wir nämlich schon, herstellen Heizung, herstellen Vegetube und einen Bohrer. Bohrer können wir. Warte mal, was kann denn der Bohrer? Erzeugt Luftdruck durch Freisetzen von Bodengasen. Platziere einen Samen in diesem Gerät, um O2 zu erzeugen. Okay, Samen haben wir dabei. Verbesserte Herstellungsstation. Eine Heizung. Iridium brauche ich dafür. Erzeugt Wärme. Das heißt, damit heizen wir den Planeten. Damit erzeugen wir Sauerstoff. Und damit erzeugen wir Vegetation. Okay. Und dann brauchten wir noch einen Bauplan-Bildschirm. Wo kommt der hin? Der kommt doch bestimmt... Oh, es wird dunkel. Könnt ihr mir vorstellen, dass der... damit dazu kommt? Nein. Der wird auf dem Boden platziert? Ernsthaft? Das ist ja auch ein bisschen doof, oder? Ich will den nicht auf dem Boden haben. Ich will den eigentlich an der Wand haben. Ah ja, und hier können wir jetzt neue Sachen... Freischaltung bei 300 Ti. Wo sehe ich meinen Ti-Level? Da, Terraforming. Okay. Also, ich brauche einen Bohrer. Eisen. Ich brauche Eisen. Eisen. Okay. Und für die Taschenlampe brauche ich, glaube ich, auch noch irgendwas. Mal eben kurz hier rüber gehen. Das müsste ich eigentlich alles mal darüber in meinen Wohncontainer packen hier. Silizium und Magnesium. Okay. Schon irgendwie cool, dass die Sachen hier einfach so rumliegen, finde ich. So, Silizium. Nehmen wir nochmal Silizium.
Magnesium. Inventar voll, okay. Da müsste ich jetzt mal gucken. Bohrer kann ich herstellen. Bohrer können wir herstellen. Den stellen wir mal. Guck mal hier. Und der erzeugt jetzt Luftdruck. Terraforming Index erhöht sich. Und unser Luftdruck erhöht sich auch. Das ist cool. Dann den Wedgie Tube. Den muss ich drinnen hinstellen, ne? Das ist nichts für draußen. Okay. Stellen wir den doch mal. Warte mal, wir wollen ja unser Gebiet auch noch hier erweitern. Nicht genügend Energie. Okay, dann wollen wir gleich mal hingehen. Okay, jetzt laufen die zwar ineinander, aber das passt schon. So, holen wir mal den Samen von hier drüben. Da. Du kommst mal mit. Nahrung geht noch, brauche ich noch nicht. Nee, noch nicht. Kann ich noch irgendwie Heizungs-Iridium? Fundamentraster? Nee. Eisen bräuchte ich für das Herstellungsmodul. Eisen haben wir doch hier noch irgendwo rumliegen. Oh, ist das ein Container? Hallo? Container. Eisen? Ist hier zufällig Iridium drin? Nee, ne? Erstmal das mitnehmen, was wir schon haben. Das ist ja cool mit den Containern. Ja, warte mal. Nee, 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 nee. Das wird mir sonst zu eng. Können wir das? Nee, da liegt ja Erz auf dem Boden, aber hier. Da liegt ja auch Erz drin. Nein. Ah, perfekt. Und dann können wir hier doch den neuen Herstellungs. Kann man den auch drehen? Kann man mit der Maus, okay. So, und du gibst mir jetzt. Gibst du nicht? Doch. Exoskelett. Erhöhe das Equipment Limit. Brauchen wir nur einmal Titan für. Alles klar. Dann wollte ich bei dir den reinsetzen. Perfekt. Jetzt erzeugt der schon mal Sauerstoff. Jetzt haben wir schon 31 Ti. Das heißt also, wir müssen noch ein paar von diesen Bohrern hinstellen. Um Planeten. Oh, wir können sogar. Auch das ist ja geschickt. Wir können ja sogar ein Bett hinstellen. Brauchen wir Stoff für. Es ist natürlich, jetzt stellt sich mir auch die Frage, kann man nach oben bauen? Also sprich, können wir auch ein Stockwerk oben drauf bauen? Ich hole mal erst die Sachen hier kurz aus dem Container. Perfekt. So. Weil wenn ich jetzt einen zweiten Bohrer hinstelle, dann erzeugt er mir natürlich mehr Material, also mehr Dingens, Terraform-Punkte. Sieht ja oben, die Terraform-Punkte gehen ja rauf, ne? Es ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert. So, ah. Okay, geschickt. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, für die erste Folge soll es das gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut und sag, bis zum nächsten Mal.